Ja, moin Leute. Schön, dass ihr wieder mal vorbeischaut. Lange haben wir nichts mehr zusammen unternommen, lange haben wir nicht mehr gezockt. Vieles in der Welt ist passiert. Ich bin ein bisschen angeschlagen, man hört es auch noch. Und ja, ich bin froh, euch wieder mitteilen zu können, dass ich jetzt wieder ganz normal am Start bin. Wieder versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Es hat ja nicht so gut geklappt, wie ich es mir eigentlich erhofft hätte, da privat ziemlich viel Action bei mir war. Und somit mein Kopf ganz woanders war. Auf jeden Fall zocke ich jetzt hier im Hintergrund noch ein bisschen Trackmania Nations Forever. Und ja, einfach nur so ein bisschen Spaßrunde, ein bisschen runterzukommen. Kein Minecraft-Video, wie man es sonst kennt. Aber ich hoffe, bei euch ist alles soweit gut. Ja, hoffentlich habt ihr mich auch ein bisschen vermisst. Und ja, wir versuchen mal hier noch locker die Bestzeit wegzureißen. Klappt ja sonst alles wie am Schnürchen. Ach, Herr Jemine. Auf jeden Fall. Ja. Die Nachbarn schreien auch schon wieder rum. Also man hört es, dass hier ist viel los. Umzug wieder mal. Neue Butze. Alles dies, alles das. Dann Arbeit ist auch alles wieder im Lot. Und noch andere Problemchen, aber ich möchte euch damit gar nicht belasten. Ich will euch lieber sagen, was ich jetzt die Tage vorhabe. Ich habe mir mal vor längerer Zeit mich mal mit OBS auseinandergesetzt, sprich Livestream. Habe auch schon mal auf Spaß ein bisschen im Livestream rumgedödelt, aber ich muss ehrlich sagen, bis man sich da erstmal reingefuchst hat, ist es natürlich wieder was ganz anderes. Ich hoffe, die Lags sind jetzt nicht allzu stark hier. Und ja, ich möchte auf jeden Fall in Zukunft für euch Livestreamen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welche Games ihr Bock habt. Also das letzte Game, was ich momentan mir geholt hatte, war Battlefield 1. Das ist allerdings auf meiner PS4. Und da muss ich mir noch eine Elgato holen, dass ich auf jeden Fall auch noch aufnehmen kann, weil PS4 macht derbe Laune. Gerade wenn ich mal Buddies von mir da habe und wir mal zusammen eine Runde daddeln, würde ich euch natürlich auch gerne dazu mitnehmen. Weil zusammen macht es natürlich immer noch viel mehr Spaß, als wenn man alleine noch irgendwo rumdümpelt. Und ja, auf jeden Fall computertechnisch gesehen muss ich mal schauen, welches Game für mich als nächstes interessant, ach je, interessant wird. Habe ich noch nicht so da. Ich finde Call of Duty ziemlich geil. Bloß jetzt, man kennt es natürlich, Weihnachtsmonat. Man muss halt gucken, wo man mit seinem Geld abbleibt. Und für mich geht natürlich Familie auf jeden Fall vor, bevor ich jetzt sage, okay, ich könnte mir theoretisch ein neues Game holen. Aber ich sage, warum neues Game, wenn ich nicht lieber der Verwandtschaft, der Family lieber was Gutes tue, bevor ich mich wieder selber bevorzuge. Und neues Jahr, neues Glück, sag ich mal. Es kommen geile Games 2017 raus. Und davon will ich natürlich auch mir noch ein paar Stück gönnen. Und ja, also so ist mein Plan auf jeden Fall. Außerdem möchte ich jetzt auch anfangen, mal langsam auch Gewinnspiele was zu machen. Also ich sehe es immer wieder häufig, dass einfach zum Ende des Videos für die Tapferkeit man belohnt wird und einfach mal Gutschein gibt oder sowas. Eine Kleinigkeit ist. Ich will jetzt hier nicht groß mit irgendwie großen Schein rumwerfen oder sowas. Aber einfach so ein kleines Feedback von meiner Seite aus, dass ich sage so von wegen, ey, cool Leute, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Und für euch gibt es einfach eine kleine Belohnung. So, schreibt einfach nettes, was Nettes in die Kommentare rein und zack, könnt ihr euch aussuchen, meinetwegen PSN oder Steam-Gutschein. Gibt es ja noch andere von Uplay und. Und schreibt einfach, ob ihr darauf Bock habt. Dann möchte ich das gerne einrichten, dass ich auf jeden Fall auch Gewinnspiele in Zukunft machen werde. Und auch sowas, auch wenn ihr sagt, so, ey, pass mal auf, willst du hier, komm, das Gameplay fand ich total scheiße. Ne? Einfach kritiklos werden, ich bin offen für alles, weil man muss kritikfähig sein, ohne das geht es ja gar nicht weiter. Als würde ich immer, wenn ich immer nur mein Ding durchdrücken würde, dann, und ihr habt ja gar keinen Bock drauf, wo bleibt denn da Spaß? Ne? Also wir wollen ja gemeinsam Spaß haben, wir wollen, dass es ja auch hier weiterläuft und dass wir gemeinsam zu einer Community zusammenwachsen und auf jeden Fall derbe Bock haben und man auch merkt von wegen so, ey, hier, pass auf. Wieder hier ein neuer Stream da, beziehungsweise neues Video und man kann irgendwas Fettes gewinnen. Macht auf jeden Fall mega Laune und ich habe da auch derbe Bock drauf. Und ja, soweit dazu. Einfach mal ein bisschen was wiedergeben.
Ne? Ich weiß, ich bin noch klein, habe wenig Abozahlen, aber warum nicht gemeinsam wachsen? Das so denke ich darüber. Oh, jetzt bin ich hier rausgeflogen. Das denke ich so darüber und würde mich natürlich freuen auf Feedback. Meine Facebook-Seite kann natürlich auch geliked werden und sowas. Ich will jetzt hier bloß euch nicht zu Werbung anstiften oder sowas. Um Gottes Willen. Jeder ist sein eigener Mensch, sein eigener Vorgesetzter quasi. Und kann selbst tun und lassen, worauf man Bock hat. Ich will jetzt hier nicht mit Clickbaiting oder irgendwas irgendwie arbeiten. Aber ihr könnt mir gerne mal wissen lassen, ob ihr darauf Bock habt. Es wird jetzt auf jeden Fall mehr wiederkommen von mir. Und ich denke mal, das ist jetzt hier so nicht so ein kleines Gameplay, sondern eigentlich nur Real Talk, was bis jetzt auf jeden Fall bei mir abgegangen ist. Und ja, in Zukunft muss auf jeden Fall mehr her. Ich habe derbe Bock drauf, mal ein bisschen wieder vielleicht das neue Call of Duty noch andaddeln, was auch schon wieder zu lange released worden ist. Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal Feedback da lassen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video einen Daumen hoch gebt. Und das war's von meiner Seite. Und wir schauen jetzt nochmal, ob wir hier auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Bestzeit hinbekommen, weil dann können wir das Video auch schön krönend abschließen, bevor mir die Zeit in den Nacken fällt. Aber auch sowas können wir machen. Wenn ihr einfach sagt, so, ey, hier, ich zock auch Trackmania zum Beispiel, angenommen, dass ihr jetzt hier, wie lange habe ich das Game schon bei mir rumfliegen? Einfach mal sagen, dann zocken wir einfach mal eine Runde zusammen oder sowas, ne? Also, gerne bereit dafür und wenn ihr darauf Bock habt, lasst einfach hören. Ich freue mich über jeden Kommentar und wenn ihr Fragen habt, ach du Scheiße, dann stellt ihr mir die gerne zum Beispiel hier. Gut, über Rechner kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Also ich habe momentan noch meinen Laptop, aber es wird ja in naher Zukunft auch was geben. Und ja. Auf jeden Fall, ich laber schon wieder viel zu viel. Ich merke das schon wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, gepflegten 5. Dezember. Schönen Abend euch. Lasst euch morgen nicht vom Nikolaus den Arsch versohlen, ne? Weil hier, ihr wisst, ne? Wenn er mit der Rute kommt, dann gibt es prächtig, oh Gott, dann gibt es prächtig, deftig auf dem Arsch. Ansonsten das von mir. Ich wünsche euch was und haut rein, Leute. Ciao, ciao.